Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zum Together vom Landwirtschaftssimulator 15 wieder mit Tino. Hallo. Der ist schwer beschäftigt, oder? Gerade getrunken. Ah, okay. So. Schauen wir mal, wie viel Mischfutter wir jetzt hier schon drin haben. In dem ollen Ding. Rips. Boah, das ist wirklich. Ein Seestand hier ohne Gewicht. Wir sollten vielleicht immer mal spaßeshalber einfach nur ein Gewicht hier runterlegen an die BGA. Hm. Wie sieht's aus? 88%. Okay, wir haben zwar das optimale Mischverhältnis, aber es geht ja noch was rein. Da ist also die Loge, nein. Ja. Lange haben eigentlich die Kühe auch nicht gebraucht, oder? Bis das weg war, ich weiß es nicht. Ja, oder gut. Wir haben ja ganz gut gespult. Wir ja, haben wohl nicht alles gespult. Halt. Das ist klar. Was, voll? Krass. Wie voll? Dings ist voll, Futter besparen. Also. Naja, dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, fahren wir mal die Kühe füttern. Mit lecker, lecker Mischfutter. Ja, gut, ich weiß, raus fährt man eigentlich andersrum. Tun wir das auch. Was ist denn das hier? Okay. Sieht man eigentlich, wie viel Dings man schon produziert hat, wie viel Gülle? Und jetzt noch BGA oder von den Kühen direkt? BGA. Das irgendwo bei den Güllefass, wenn du da halt das Info hat, oben anmachst, wurde das angezeigt. Ach, da ist die Gülle, verstehe. Okay. So, 17, fast 18 Tonnen Mischfutter habe ich jetzt rausgelegt. Das passt ja auf jeden Fall aus drei. Interessanter wäre es dann vielleicht in Zukunft die Ballen, die Strohballen, weg da, an der BGA zu lagern. Achso, dass du. Dass man da oben halt direkt gleich alles haben, wie wir es haben. Ja, das Einfachste wäre ja theoretisch mit einem Futtermischwagen quasi mit so einem, der automatisch aufnimmt, die Silage aufzunehmen und dann mit den Frontladern halt die Ballen gleich rein zu wamsen. Achso, scheiße, hier sind ja gar keine Kühe. Ach. So, warte mal, die Kühe sind hier hinten, genau, da müssen wir rein zum Tor. Mist haben sie auch schon produziert, das ist gut. Wow. Die Felder düngen. So. Wieso kann ich nicht abladen? Hä? Du bist gegebenenfalls falsch schon reingefahren. Ah, jetzt so. Jetzt funktioniert's. Die Animation ist schon ganz cool eigentlich.
Okay, gut. Müssen wieder 18 Tonnen Mischfutter haben. Schauen wir doch mal. Bei die Kühe. Bildegrube, Mischration. Ah, 20.500. Okay. Stroh 17.1, Mischtank 18.1. Mist auf dem 11, Güllegrube 14. Produktivität 100%. Sehr gut. Vorspüren. Warum? Dass es eh eine Stunde genau rum ist. Dass er das aktualisiert. Ach so, jetzt habe ich natürlich die Schaufel nicht mit hochgebracht. Ach so. Ne, brauchen wir eine andere Schaufel. Das ist gerade. Richtig. Wo ist der Anhänger? Der steht auf dem Feld, muss mal durchschlüpfen beim Lampo. Da ist ja der Mais drin, der kann es aber gerade noch mal runter auf das andere Feld kommen, kannst mich leider mal abdanken. Ich korrigiere hier bloß gerade noch die rund 500 Euro, die Panio hier einfach mal stehen gelassen hat. Das. Also das ist alles, was rausgekommen ist hier bei dem kleinen Feld. Ei, ei, ei. Ja, ja. Ach, hier unten ist auch gleich weggeschreddert. Das ist ein Gründe. Voilà. Ich weiß nicht, wo du hin willst, aber... Ja, ja, gerade ist... Bis die Bude leer ist. Du musst hier abladen, dein Dingsbums, gell? Dein Schnellwerk. Ja. Oh, Glück gehabt, 97%. So, dann müssen wir mal schauen. Können wir Mais noch ins Lager schütten? Damit müsste man echt noch irgendwas machen können, finde ich. Für die wegen Tieren. Ist Körnermais, macht man mit Körnermais nichts? Rein theoretisch schon, oder teilweise sogar. Mais ja irgendwie. Schweine auf jeden Fall so. Das finde ich halt schade, dass keine Schweine. Ja, ne, mit Mais wird halt eigentlich heutzutage alles gemästet. Ja. Weil Mais ja billig ist. Wenn er selbst Kühe werden ja mit Mais. Beziehungsweise Fische, die bei denen schmeißen sie auch schon Mais rein. Mhm. Karpfenzucht oder was weiß ich, Dings für die Zuchtanlagen, die hauen halt billige Mais rein. Soll ich die Plane hier verdichten? Die Plane hier schließen? Warte, Panjo hatte noch irgendwas hier am Dings, das haust du da rein, dann kannst du gleich verdichten. Dann hau das mal noch rein. Da du keine Angst gehabt, Panjo, der hat noch 37 Liter am Tank, das leuchtet schon rot. Ah ja, das hat mich nicht gestört. Habe ich das eh immer auch gesehen. Haben wir zwei Dünger? Rein theoretisch ja, bin mir aber so gerade nicht so sicher. Na ja, doch, weil hier stehen zwei. Ja, hier steht noch einer. Und der hat vorhin schon mal eingesehen. So. Okay.
Ah, ja, klar. Wieso, was hast du denn jetzt gemacht? Ach, Schnellwerkpack rum hier auf dem Schnellwerkswagen. Also. Also richtig draufhalten tut das nicht, oder? Naja, das wird nicht getätscht. Leider Gottes. Drauf wie auf 7:30, ey. Das sollte man natürlich dann vermeiden. Na gut. Aber es ist schon mal am Hof. Das ist schon mal sehr gut. Also, gut, das Silo kommt auch noch nicht abdecken. Keine 100.000 oder was? Richtig, 407.000. Aber shit happens, dann bleibt es halt erstmal so liegen. Müssen wir mal bis nächste Mal wieder irgendwas machen. So. Das ist der Schnellwerkswagen hier, der regt mich tierisch auf. So ist verkehrt rum. Gut, dann müssen wir andersrum. Ach. Ich würde ihn auch einfach ganz gerne nur hier rückwärts reinschieben, aber das mit dem Teil rückwärts fahren ist einfach so eine Kotze. Natürlich genau vor dem Ding ist ja auch Kacke. Höchstkonzentration, Freunde. Was machst du? Schnellwerkswagen rückwärts fahren. Na ja, komm, so passt das doch. So. Jetzt müssen wir noch das Ding hier irgendwie wegkriegen. Da steht nämlich total scheiße. Wolltest du nicht rüben fahren? Wollte ich rein theoretisch, ja. Aber da ich gerade auf die Uhr geschaut habe, ist es jetzt, dass wir immer 7 Stunden Zeit haben. Ach so, okay. Bei mir auf Realtime-Spielen passiert er ja eh nicht. Ups. So, hier kannst du liegen bleiben wegen mir. Also ansehen. Ansehen, Rapsle. Schon wieder? Erstmal aus dem Grund, dass wir überall auf Leiner ein bisschen Stroh rumliegt, das Stroh wegkriegen.
Okay, erstmal, ne? Das ist erstmal der. Weil es darf erstmal nichts da liegen, dass ich die Motte aktivieren kann. Aha. Weil sonst geht das ja nicht weg. Ja. Und dann. Und das haben wir am wenigsten im Lager, deswegen. So klappt denn der andere nicht zusammen? Ich habe so das Gefühl, da ist 0,01% noch Meister. Habe ich das Gefühl. Weiß nicht, fahr mal, versuch mal im Hof über den Hänger zu fahren. Hm. Tätige mir den Verdacht. Er hat irgendeinen Schrutz da reingespuckt, aber hat nichts angezeigt. Also ich gedacht, ne, ist so, wollte ich aber nicht zusammenklappen. Hm. War so? Hm. Alles klar. Gut, meine Freunde, da sind wir aber erstmal wieder fertig hier für diesen Part für heute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Däumchen da lassen, vergessen, Kommi da lassen, wenn es irgendwas gibt. Und wir sehen uns dann dementsprechend, ja, morgen wieder in alter Frische. Bis dann, haut rein, ne? Ciao, ciao. Tschüss.